Recht herzlich willkommen zur 82. Folge von Kerbal Space Programm. Der Dralo hatte geschrieben, ich soll mal hier Science Data from Space Around Moon noch annehmen. Genau. Und die Duna-Geschichte. Explore Duna, war es das? Free the True Safety, Free the Treat, Free Pattern, Plate of Curve. Ja, das sind jetzt, ja, dann ist es das wohl. Ja, sollen wir auch annehmen. Gut, dann machen wir das. Das haben wir erledigt und dann müssen wir noch ein bisschen an der Rakete rumbasteln. Da haben wir nämlich noch ein paar Sachen dran zu machen und eine sag schon, falsches Triebwerk haben wir auch dran. Jetzt müssen wir gerade gucken. Moon Rescue V1, das war so Load. Also wir haben Solarpanels vergessen schon mal. Dann meinte der Dorado, da soll noch eine Batterie drunter. Solche Sachen. Und ein kleiner Tankfilter auch noch irgendwo. Jetzt bin ich gerade am gucken erstmal. Solarpanels sind diese hier, ne, oder? Ja. 6 Stück das Ganze. Zack. War das 6? So, ja, 6 Solarzellen hat er und dann passt ein Antennebaum auch noch. Und die Batterie ist. Ne, der war da sogar, ne? Hier unten ist er doch, oder? Genau. Dann müssen wir mal gerade her. Na, das ist jetzt. Das hext mal ab. Die Batterie kommt dazwischen, ne? Und jetzt passt's wieder. Batterie haben wir dran. Die Solarzellen, eine Antenne fehlt uns noch. Und Luftleitbleche fehlen uns auch noch. So, Antenne war hier. Können wir die kleine da dran machen? Aber nicht 6-mal, das ist ein bisschen viel. Da reicht nämlich einer. Ich glaube, hier wäre ganz gut. Wir hatten doch da letztes Mal so ein kleines Problem mit der. Ich sag schon hier. Gewicht, erotomischer Punkt, ne? Ist da aus der Mitte. Das bedeutet, wenn wir die da hinmachen, aber es ändert auch nichts daran. Das ist wohl wahrscheinlich nur ein Anzeigefehler, kann sein. Hier haben wir die Anzeige. Atmo, Delta V. Warte, ich muss das nochmal lesen. Da auch das Triebwerk, erstmal das Triebwerk austauschen. Irgendwo ist hier ein falsches Triebwerk drin. Der Liquid Fuel und da unten ist es. Da unten ist das Triebwerk verkehrt. Da ist das Triebwerk verkehrt. Da ist Zwiebel das Richtige. So, passt. Und Booster sind zu viele. 2 sollten reichen. Jetzt haben wir das wieder falsch gemacht, ne? Jetzt machen wir das mal so, dass wir da 2 machen. Ich glaube, so ist es passend. Und da den Booster dran. Ne? Komm, zup. So. Und 4 Luftleitbleche sind auch nicht verkehrt. Vier hatten wir. Jetzt fängt das wieder an mit dem richtig dranbauen. Haben wir jetzt aber. Und da brauchen wir noch 2 Nose Cones. Dann sieht das hier schicker aus. So. Hier müssen wir noch was ändern. Thrust Limiter. 1,5 beträgt.
Ah, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht. So, nochmal. Die stehen... Ah, ich bin noch... Na. Warum packt er da jetzt nicht an? Komm mal dahin bauen. Zwei sind's. Gehen auch dahin zu bauen. So, jetzt haben wir sie aber. Gut, nochmal langsam jetzt hier. Eins nach dem anderen, ne? Ah, Unterstufe auf 4 Tanks erhöhen fehlt auch noch. Das bedeutet, das ganze Werk muss höher. Und da müssen wir noch 2 reinmachen. Ja, dann müssen wir das mal gerade an die Seite schieben. Und das ganze Werk höher. Und das hat nicht geklappt. So, jetzt hat es eingeklappt. So, 1, 2, 3, 4 Tanks. So, ich lese mal gerade durch, was er noch geschrieben hat. Falsche Triebwerk haben wir, Booster haben wir, 4 Luftleitbleche haben wir. Ja, jetzt fehlt nur noch die 1,5 Delta V. So. TWR Max. So. Und was war das hier mit dem Umschalten? Ist es jetzt an oder ist es jetzt aus? Ah, das ist doch wieder super für mich, ja? Atmospheric. Jetzt ist das, glaube ich, angewählt, ne? Jetzt machen wir das mal auf Kompakt. Ja, wenn es eingedrückt ist, ist es angewählt. Und 1,5 beträgt ungefähr 1,5. Haben wir, ne? Ja, das ändert sich nur da. Ja, komm schon, so jetzt. Gut. Gut, das haben wir. Ich glaube, das war's dann. Wir können das nochmal durchgehen. Wir haben die Solarzellen, wir haben die Antenne, wir haben die Batterie, wir haben 4 Dingens-Tanks, wir haben das Triebwerk geändert, wir haben 2 Booster, wir haben 4 Leitbleche. Staging fehlt noch, okay. Die Booster starten mit dem Haupttriebwerk. Wenn die Booster leer sind, wenn die abgesprengt, passt. Also, da müssen wir ein Stück höher, damit wir das sehen. Das kann dann damit rein. Die beiden, das startet und das spricht ab. Passt. So, dann den müssen wir noch in einer Extra-Stufe reinpacken. So, und so. Passt es so? Ja. So, jetzt sollte das richtig sein. Gut. Sieht eigentlich gut aus. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt das Gerät speichern und dann gehen wir auf die Startrampe. Allerdings müssen wir dafür noch gucken, dass da keiner drin ist, ne? Weil wir müssen ja einen retten. Super. Gehen wir hin, gucken. So, dann steht sie da. Völlig durchgecheckt. Volle Leistung.
SOS an. Und dann kann es eigentlich losgehen. Nochmal einen Blick hier rüber. Die beiden gehen an, der geht dann ab. Das passt. Sollte alles gut funktionieren, ne? Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. 3, 2, 1, go! Gut. Gucken wir ein bisschen rein. Ja, Sonnenaufgang dahin ist schön zu sehen, ne? Booster ab. Da ist irgendwo was kaputt gegangen, keine Ahnung wo. Also hier sollten wir vielleicht mal einmal rein, kurz gucken, das war ja das Richtige. Ne, es ist schon mal richtig ausgerichtet, ne? Gut. Dann mal mehr einschwenken schon. Kommen wir da rum, ja. 17.000. So, mehr. So, passt. Das sieht doch gut aus. Wir können dann das hier machen, oder? Nee. Sicht ist besser. So, hier nochmal gucken. 26.000. Wird größer. Einunddreißig, ja. Ja, okay, da haben wir noch ein bisschen Kraft dran, so ist nicht. Sollte auch noch werden, oder? 36 wird jetzt mehr. Das ist gleich die zweite Stufe, ne, untere Stufe. Alle, dann können wir die abmachen. So, 46.000. Tendenz steigend. Okay. 51, 52. Kriegen wir hin. So. 60. 62. So, dann können wir gleich weiter waagerecht steuern. So, jetzt müssen wir nur noch größer werden, ne? Allerdings sollten wir vielleicht jetzt gerade erstmal aufrücken bis da oben, sonst machen wir das viel zu groß, ne? Obwohl es ja nicht so ganz so schlimm wäre, ne? Ja. Immer schon im Orbit? Noch nicht ganz. Bei Orbit nicht im Weltall. Ja, können wir einen Tacken schneller machen, ne? Dass wir da hinkommen. Und gleich wieder Schub geben dann. Das war irgendwie effektiver, oder wie war das, ne?
So. Ein bisschen ausrichten hier. Und dann Schub geben. Ja, wir sind schon wieder am kleiner werden, aber passt schon. Kommt, oder? Sieht gut aus. Da müsste die Apoapsis erscheinen. Da ist er. So. Da sind wir schon auf 221. So schnell geht's, ne? Okay, jetzt haben wir alles richtig gemacht. Ich glaube schon, ne? Wo ist der Mun? Wo ist der Mun? Da ist er. Focus View machen wir mal gerade. Da ist er. Kann man ja gar nicht sehen, oder? Warum der gerade da? Okay, da sind drei Stellen, wo man hin Fieber messen kann. Ich glaube, der fliegt dann so rum, ne? Genau. Gut. So, set as target. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Dinge sehen kriegen. Aber, wisst ihr was? Wir haben den Orbit erstmal geschafft, das war okay. Und dann müssen wir da in der nächsten Folge weitersehen. Für diese Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.